Ich bin seit 14 Jahren im Versicherungsaußendienst tätig und erlebe da so einige Schicksale auch meiner Kundinnen. Mein eigenes Schicksal möchte ich auch ganz kurz an dieser Stelle erzählen. Ich bin vor ca. 13 Jahren auf Bronzegröning aufmerksam geworden durch meine Mutter, die damals sehr schwer krank war und unter anderem drohte ihr auch der Rollstuhl. Ich sah irgendwann ein Bronzegröning-Bild im Wohnzimmer meiner Eltern und dachte, was ist das? Und sah aber auch eines, dass also meiner Mutter von Stund an besser ging. Sie erzählte mir dann irgendwann davon, worum es geht. Und ich war sehr skeptisch und auch ziemlich atheistisch eingestellt und ich habe nicht geglaubt, was mit Gott zu tun hat oder was mit irgendwelchen geistigen Dingen zu tun hat. Aber es gab eine Tatsache und dieser Tatsache konnte ich mich nicht verschließen und das war die Heilung meiner Mutter. Und skeptisch wie ich war, konnte ich mich aber, wie gesagt, dem nicht verschließen und habe mich dann irgendwann selber auch überzeugt auf einem Informationsvortrag und habe dann dort selber auch erlebt, dass in meinem Körper ganz viel geschah. Ich habe Hitzewellen gespürt, die mir den ganzen Körper hoch und runter gelaufen sind. Es wurde mir abwechselnd heiß und kalt. Und selber habe ich dann daraufhin in dieser Zeit erlebt, dass viele Dinge in meinem Leben sich auch zum Guten gewandelt haben. Zum Beispiel war es bei mir so, dass ich sehr schwere Migräneanfälle früher hatte, die regelmäßig einmal im Monat auftraten, die mich auch jedes Mal 1 bis 2 Tage ins Bett fesselten. Ich hatte chronische Mandelentzündungen, vor allen Dingen in der Winterzeit. Ich habe damals sehr stark geraucht, 1 bis 1,5 Schachteln am Tag, und diese Dinge haben mich doch sehr belastet. Ja, und als ich dann selber eingeführt worden bin, habe ich dann erlebt, dass innerhalb von einem halben, Dreivierteljahr etwa die Migräneanfälle verschwunden sind, die Mandelentzündungen sind nicht mehr aufgetreten und, was für mich das Größte in der Zeit war, ich konnte von heute auf morgen aufhören zu rauchen und ich möchte hier wirklich sagen, dass das ging ohne irgendwelche Suchterscheinungen oder Entzugserscheinungen. Es war einfach von heute auf morgen weg und das ist, glaube ich, schon nicht normal. Und ich habe hier im Freundeskreis die Menschen kennengelernt und habe erlebt, welche liebevolle Atmosphäre hier herrscht. Und so hat sich meine innere Einstellung auch gewandelt. Ich habe meine Frau hier im Freundeskreis kennengelernt und wir haben heute selber 3 kleine Kinder. Ich habe früher, oder der Gedanke daran, früher für mich selber mal Kinder zu haben, hat mich immer irgendwie erschreckt. Und die Aufgabe, die Kinder großzuziehen und ihnen so viel Gutes wie möglich mit auf den Weg zu geben, ist schon eine schöne Aufgabe.